Wer nun meint, der Laudator hätte es jetzt bei der Einführung von Caspar Villiger einfacher, der täuscht sich. Ein so vielschichtiges, abwechslungs- und ereignisreiches Leben, wie das Ihre, Herr Villiger, sofern man das nachvollziehen kann von außen, lässt sich kaum in 5 Minuten zusammenfassen. Ich werde mir Mühe geben, das zu schaffen, aber sehen Sie es mir nach, wenn es 6 werden. 1941 geboren, Studium des Maschinenbaus an der ETH Zürich und 1966 Diplom in Nukleartechnik, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Seit demselben Jahr 1966, nach dem Tod des Vaters, als Mitinhaber die Geschäftsleitung der Villiger und Söhne AG in Pfäffikon im Kanton Luzern übernommen und somit als Familienunternehmer in allen Dimensionen der mittelständischen Wirtschaft bewandert. 1980 Einstieg ins Fahrradgeschäft mit dem späteren Ausbau zu Villiger Velo. Als sie 1989 ihre Anteile an ihren Bruder verkauften und aus dem Familienunternehmen ausstiegen, waren sie schon lange politisch aktiv, nämlich 1972 bis 1982 als Luzerner Großrat, 1982 bis 1987 als Nationalrat, 87 bis 89 als Ständerat, 89 bis 2003 als Bundesrat, zunächst im Militärdepartement und dann ab 1996 im Finanzdepartement. In den Jahren 1995 und 2002 waren sie Bundespräsident der Schweiz. An dieser Stelle eines Telegrammstils ein kurzer Einschnitt. Denn wer diese nackten Fakten betrachtet, erkennt kaum, was sie in dieser Zeit für die Schweiz getan haben. Ich wage Folgendes zu sagen: Sie sind der erfolgreichste Bundesrat der letzten 3, 4 Dekaden in der Schweiz. Als das Erfolgsmodell Schweiz Anfang der 1990er Jahre unter Druck geriet, waren Sie gerade Bundesrat geworden. In einem Kollegium, das als Kollegium entscheidet, im Verteidigungsministerium, das die Armeeabschaffungsdebatte bewältigen musste, und im Finanzministerium, das nach der wirtschaftlichen Stagnation nahezu eines Jahrzehnts die aus dem Ruder laufenden öffentlichen Finanzen unter Kontrolle bringen musste. Ich erinnere zudem an die nachrichtenlosen Vermögen für diejenigen, die das noch kennen, oder den Bankrott der Swissair. Hätte die Schweiz Orden, sie wären hoch dekoriert. Es waren Sie, der mit der Armeereform 1995 ein neues Zeitalter für die Schweiz einläutete, in welchem sich die Schweiz auch im Hinblick auf ihre Karriereleitern öffnete. Wer die Beziehung von der Armee zu den Führungsetagen der Schweizer Wirtschaft vor der Armeeabschaffungsinitiative kannte, weiß, was dieser Satz bedeutet. Die Schweiz wurde in der Folge international in all ihren Strukturen. Es waren Sie, der die eidgenössische Schuldenbremse zu verantworten hat, die jetzt als Erfolgsmodell um die Welt geht. Wer hat es erfunden? Im Jahr 2005 gelang Ihnen der Abschluss des Zinsbesteuerungsabkommens mit der EU unter Wahrung des Bankgeheimnisses. Ein solcher Erfolg blieb Ihren Nachfolgern versagt. Das Bankgeheimnis ist nun von den USA, in erster Linie von den USA, und dann der EU sturmreif geschossen. Es war eine Zeit großer Umbrüche in der Schweiz. Nicht wenige forderten damals eine radikale Umkehr vom Sonderfall Schweiz. Sie hielten gleichwohl Kurs als Kapitän in stürmischer See. Föderalismus und direkte Demokratie sind für Sie ein besonderes Geschenk. Nach Ihrer Wiederwahl als Bundesrat im Jahr 2001 wiesen Sie in einem Interview nach Ihrer Wahl darauf hin, dass alle Kritik an der direkten Demokratie verstummen möge. Sie hielten dieses Buch hoch und priesen die wirtschaftlichen Vorteile von Referendum und Initiative. Wir sind Ihnen heute noch dankbar dafür. Nur vor diesem Hintergrund durchdringt man wirklich die Lage, in der die Schweiz Sie um Hilfe in höchster Not erneut bat, als Sie sich schon im gemächlichen Unruhestand wähnten. Im Jahr 2009, als das Flaggschiff der Schweizer Finanzwirtschaft kurz nach der Krise ins Schlingern geriet, ein Sinken nicht mehr undenkbar war, übernahmen Sie die Leitung des Verwaltungsrats der UBS. Erneut hielten Sie Kurs und führten das angeschlagene Unternehmen in ruhigeres Fahrwasser. Axel Weber, Ihr Nachfolger als Präsident des Verwaltungsrates, fand ein wohlbestelltes Feld vor. Markus Selz hat eben darauf hingewiesen, es war nicht das einzige Verwaltungsratsmandat Ihrer Karriere. Dazu gehörten und gehören auch Nestle, die Swiss Re oder die NZZ zweimal. Aber es war das Verwaltungsratsmandat, das am besten Ihre ethischen Grundvorstellungen illustriert.
Sie wurden gerufen, um ihrem Land und natürlich der UBS in schwieriger Lage beizustehen. Sie taten ihre Pflicht, hielten Kurs und hatten wieder einmal Erfolg. Verehrter Herr Villiger, ich freue mich sehr darüber, dass Sie sich bereit erklärt haben, uns Ihre ordnungspolitischen Grundvorstellungen in der 11. Walter-Eucken-Vorlesung nahezubringen. Ihr Vortrag trägt den Titel »Mit Freiheit und Werten zum Wohlstand«. Herr Villiger, Sie haben das Wort. Meine sehr verehrten Damen und Herren, so gut, wie Sie es geschildert haben, kann einer ja gar nicht sein, Herr Professor Feld. Ich fühle mich sehr beschämt. Sie haben sehr übertrieben. Ich habe Ähnliches in der Schweiz noch nie gehört. Ich bin eher das Ausgepfiffen werden gewohnt, als das gelobt werden. Aber das gehört vielleicht auch zu den Eigenheiten alemannischer Volksstämme. Nun, ich fühle mich außerordentlich geehrt, dass ich hier an diesem Institut sprechen darf. Ich hätte das nie erwartet, ich habe es zuerst fast nicht geglaubt, zuerst haben wir der Sekretärin ihre Einladung gar nicht weitergegeben, weil sie gedacht hat, sie hat schon genug Einladungen, nicht wahr? Aber als ich dann gesehen habe, war ich dann sofort natürlich elektrisiert. Sie haben auf meinen Wertehang hingewiesen, Sie haben gesagt, es sei sehr kompliziert, es war eigentlich nicht kompliziert, den ersten Arbeitsvertrag habe ich bei UBS unterschrieben, alles andere war Familienunternehmen und Politik. Eigentlich war es ziemlich einfach, aber das Schicksal hat mir immer wieder nicht ganz einfache Aufgaben zugeschanzt, aber das war auch, also ich sage immer, wenn einer nicht klagen darf über sein Leben, dann bin ich das. Ich hatte das Privileg, immer wirklich interessante Dinge machen zu dürfen. Ganz alles ist nicht gelungen, aber einiges vielleicht doch. Ich habe, als ich Ihre Einladung erhielt, war mir so irgendwo, und Herr Stabatti hat das jetzt lustigerweise erwähnt, ein Rororo-Buch noch irgendwo im Gedanken. Und ich habe dann in meine Bücher gestellt, das angeschaut und bin auf dieses Rororo-Taschenbuch gestoßen aus dem Jahre 1969. Ich versuchte zu lesen drin, aber die Schrift ist so verdammt klein, dass es für mein Alter nicht mehr so ganz einfach ist. Und es ist völlig vergilbt gewesen, aber voller Bleistiftmarkierungen. Das hat mir doch belegt, dass ich es wahrscheinlich damals sehr intensiv gelesen habe. Und das waren Eukens Grundsätze der Wirtschaftspolitik. Also herzlichen Dank für Ihre Einladung. Meine Großmutter, ich gehe jetzt noch kurz in diese Geschichte zurück. Meine Großmutter hat 1910 in Thiengen am Oberrhein die deutsche Niederlassung unseres Familienunternehmens gegründet. Sie war Witwe, hatte sehr viel Energie und Schwung. Sie haben es gesagt, durfte während 23 Jahren das Stammhaus führen. Mein Bruder führte die Niederlassung in Deutschland. Ich war aber Mitgeschäftsführer dort und Aufsichtsrat, habe deshalb Deutschland sehr intensiv kennengelernt und war auch Geschäftsführer einer Tochter in München. Ich lud in meinem ersten Präsidialjahr Roman Herzog zum Staatsbesuch ein, einen liberalen Geist, mit dem ich mich sehr verwandt fühle. Ich stritt ständig mit Hans Eichel über die Zinsbesteuerung, fühlte mich mit ihm etwas weniger verwandt, aber wir waren sehr gute Freunde. Und immer hatte ich das Gefühl, eigentlich mit Deutschen zusammen unter Freunden zu weilen. Und ich fühle mich ihrem Land von Kindsbeinen an verbunden. Schon als Kind gingen wir immer nach Thiengen, wir gingen in den Schwarzwald. Mein Onkel hatte einen Hof, wo wir Picknicks machten, gleich dort, wo der Fluglärm so furchtbar sein soll. Aber auf der deutschen Seite selbstverständlich. Also in Zürich sind mehr Deutsche vom Fluglärm betroffen als in Süddeutschland, aber ich will dazu jetzt heute nicht sagen, das nur nebenbei. Aber wenn Sie von mir jetzt auch die eine oder andere kritische Bemerkung hören, es ist die Sorge unter Freunden und nicht die Spannung zwischen Konkurrenten. Nun, ich will versuchen, einige meiner wichtigsten Erfahrungen in 46 Jahren Berufsleben, eben als mittelständischer Unternehmer, Verteidigungsfinanzminister sowie Verwaltungsrat, global tätiger Unternehmen, in 10 Thesen zu verdichten. Das ist vielleicht etwas übereinfach, aber wenn Sie die Erfahrung eines ganzen Lebens in etwa 3/4 Stunden schildern müssen, ist das nicht so ganz einfach. Es geht mir heute auch nicht darum, eine Analyse, ich habe natürlich für mich eine der Finanzkrise zu machen, das gebe ein eigenes Referat. Ich werde mir aber gestatten, zur Exemplifizierung meiner Thesen auf aktuelle Entwicklungen Bezug zu nehmen. Ich glaube, Frau Dinter hat mir versprochen, sie hat so wunderbare Folien gemacht. Muss ich hier selber drücken? Ja, das ist etwas viel verlangt. Welche Dinter? Ja. Und dann zurück geht es so. Ja.
Ja, hier sehen Sie die ganzen, damit Sie den ganzen Überblick haben, oder? Das Ganze, und nachher werde ich dann die einzelnen Thesen rasch aufrufen. Und, jawohl. Also, die erste These, ich habe mal versucht, so in einem Kaminfeuergespräch, ich habe immer gerne Mathematik gehabt, das ist vielleicht etwas zu einfach gesagt. Gibt es eine Lebensformel, wo man alles hineintun kann, was wichtig ist, und dass das E gleich I plus K plus M plus Z, Erfolg gleich Institution plus Kultur plus Mensch plus Zufall. Ich nenne das die Lebensformel. Alles, was in Politik und Wirtschaft geschieht, ist ja die Folge menschlichen Handelns. Das ist völlig banal. Aber die große Frage ist ja, warum handeln Menschen, wie sie handeln, und wie kann man erreichen, dass das Handeln den Menschen als Individuen in seiner Summe zu Ergebnissen führt, welche den Menschen ein Leben in Würde und Wohlstand ermöglichen. Das muss ja das Ziel sein. Welche Determinanten bestimmen also letztlich das, was Menschen tun oder unterlassen? Zunächst sind da die Menschen selber natürlich, auch das banal. Selbst, sie sind Individuen, wir wissen alle aus Erfahrung, dass jeder Mensch anders ist. Charaktere, Talent, Intelligenz sind sehr ungleich verteilt. Auch das Verhalten der Menschen gegenüber anderen Menschen könnte unterschiedlicher nicht sein. Und die Erfahrung zeigt auch, dass immer wieder herausragende Einzelpersönlichkeiten die Dinge stark zu beeinflussen vermögen. Eine Frau Thatcher als Beispiel oder auch andere. Und es ist deshalb zwingend, den Menschen natürlich in der Lebensformel zu, das könnte ja nicht Lebensformel heißen, verankern. Nun zeigt aber die Erfahrung auch, dass sich die gleichen Menschen je nach äußeren Umständen anders verhalten. Ich nehme jetzt ein Beispiel, ich will Sie, vielleicht etwas delikat ist hier in Deutschland, aber nun können Teile des gleichen Volkes irgendwo eine DDR gründen mit einer perfekten Diktatur und eine wunderbare Bundesrepublik als eine fantastische Demokratie. Warum haben die Türkei und Griechenland beide noch vor 10 Jahren gleich mausearm eine derart unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklung eingeschlagen? Menschen, und dies zeigt die moderne Verhaltensökonomie, und da studiere ich jetzt eben im Zusammenhang mit der Universität Zürich relativ intensiv, reagieren auf Anreize. Anreize erzeugen Erwartungen, welche Menschen dazu wieder bewegen, etwas anzustreben oder zu vermeiden, etwas zu tun oder zu unterlassen. Und Anreize können aus zwei Quellen entstehen, etwas zu vereinfacht. Einerseits erzeugen Institutionen Anreize, Regeln, Vorschriften, gesicherte Freiräume, wichtig. Andererseits ist es auch die obwaltende Kultur, welche Menschen veranlassen kann, etwas zu tun oder eben nicht. Und dies bedeutet, dass die Lebensformel neben den Menschen auch die Institution und die Kultur enthalten muss. Und etwas, was mir eigentlich erst in letzter Zeit bewusster geworden ist als früher, vor allem auch nach der Lektüre des großen Buches von Kahneman: Der Zufall spielt eigentlich eine größere Rolle, als wir häufig denken. Aber wir wissen das ja eigentlich, weil wir in der Umgangssprache eine positive und negative Bezeichnung für den Zufall entwickelt haben: Glück und Pech. Die Menschheit besteht ja aus Milliarden von Akteuren. Das ist ein gewaltiges Versuch-Irrtumssystem. Jeder tut irgendetwas und einer reicht es halt, sagt man auf Schweizer, einer trifft es und der andere halt nicht. Und der Kluge manchmal nicht und der Dumme manchmal, und das alles Dinge, die halt passieren. Und es ist klar, in einem solchen System hat irgendwer Erfolg, es hat irgendwer Misserfolg. Und deshalb ist das nicht immer auf Können und Verhalten zurückzuführen, sondern auch schlicht durch Zufall. Ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel, die Zeitschrift Bilanz erkürte 2006 und 2007 zweimal in 2 Jahren den gleichen Herr Ospel zum Verwaltungsratspräsidenten des Jahres. Er war Verwaltungspräsident der UBS. Der Zufall, nur um Ihnen zu zeigen, wie rasch das große Lorbeeren dann auch verwelken können. Der Zufall braucht deshalb auch einen Platz. Er verkörpert in der Formel, die alles erklären soll, sozusagen das Unerklärliche und Unvorhersehbare. Die zweite These. Menschen reagieren meist anders auf Regulierung, als die Politiker gerne möchten. Das ist vielleicht etwas überspitzt. Ich habe aber erwähnt, dass Institutionen das menschliche Handeln stark beeinflussen. Institutionen sind ja, ich brauche das sehr weit, das sind die rechtlichen, organisatorischen Leitplanken, innerhalb derer sich die Tätigkeit der Menschen entfalten kann. Sie setzen Grenzen, sie schaffen Anreizen, sie sind gleichsam die Hardware, wenn Sie so wollen. In meinem Alter müssen Sie hin und wieder einen englischen Ausdruck brauchen, welche das kollektive Zusammenleben strukturieren.
Beim Staat sind das Verfassung, Gesetze, Verordnungen, aber auch die Organisation, Regierung, Parlamente, Gerichte, Verwaltung und so weiter. Bei der Wirtschaft und der Unternehmen ist das generell, sind es die staatlichen Rahmenbedingungen, aber auch die Statuten, die Reglemente, die Governance und so weiter. Wenn Politiker nun eingreifen, dann verändern sie diese Anreize und zwar häufig in einer Weise, welche sie weder vorausgesehen noch beabsichtigt haben. Ich machte während meiner politischen Laufbahn diese Erfahrung sehr häufig, dass wegen unbedachter Fehlanreize Regulierungen anders bewirken, als ihre Schöpfer wollten. Horst Siebert, ein deutscher Ökonom, nannte dies den Cobra-Effekt. Ich habe damals, bevor ich wegging, dieses Buch all meinen Mitarbeitern geschenkt. Vor Jahrzehnten musste offenbar der indische Vizekönig Klagen wegen einer Cobra-Plage entgegennehmen. Um diese Kobra-Population zu reduzieren, bezahlte er jedem eine Prämie, der ihm einen Kopf einer Kobra gebracht hat. Darauf geschah das Gegenteil, die Kobras begannen sich viel rascher zu vermehren, die Menschen hatten begonnen, Kobras zu züchten, um in den Genuss der Prämie zu kommen. Und ich darf jetzt nur ein paar Beispiele von solchen Kobra-Effekten aus meiner Erfahrung hier erwähnen. Der erste ist rein anekdotisch, beruht auf der Erinnerung, ich bin nicht mehr ganz sicher, in welchem Jahr es war, es muss anfangs der 70er Jahre gewesen sein. Ich war damals eben bei Villiger Deutschland auch tätig. Damals wurde die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall vom ersten Tag an in Deutschland eingeführt. Darauf stieg der Krankenstand bei Villiger Deutschland in München und Berlin schlagartig um 100% und in Tingen bei den bescheidenen Badensern, wie mein Vater jeweils zu sagen pflegte, nur um 30%. Das Schweizerische Pensionskassengesetz schreibt einen politisch festgelegten Mindestzins und einen politisch festgelegten Umwandlungssatz für die Umrechnung des Sparkapitals in die Rente vor, um eben möglichst die Renten zu sichern und die bösen Kapitalisten, die das alles managen sollen, da nicht zu viel abschöpfen können. Leider tun nun weder Märkte noch Demografie der Politik den Gefallen, sich nach ihr zu richten. Und das bringt im Moment viele der Kassen in ganz existenzielle Schwierigkeiten. Als die Schweiz vor einigen Jahren den Goldhandel mit der Warenumsatzsteuer belastete, verschwand der Goldhandel auf Nimmerwiedersehen nach London. Ich fürchte, dass mit der Finanztransaktionssteuern in einigen EU-Ländern ähnliche Folgen sich ergeben könnten wie beim Schweizer Goldhandel. Ich bin auch nicht ganz sicher, ob die Deckelung des EU-Parlaments bei den Bankenboni, so sehr man sich darüber aufregen macht, so ganz richtig ist. Erstens beginnen beste Leute nach Asien zu verschwinden, das wird man einmal spüren. Und zweitens müssen viele Banken, um noch konkurrenzfähig sein, die Fixlöhne erhöhen, das Dümmste, denn wenn eine Krise kommt, sind sie unbeweglich und können nicht einfach über die Boni das Ganze regulieren. Cobra. Meist sind es die Marktkräfte, welche sich als stärker als falsch konzipierte Gesetze erweisen und sich dann eben auf Umwegen trotzdem durchsetzen, aber eben selten im Sinne der Erfinder. Solange zum Beispiel die Steuern so hoch sind, dass die Bürger kein faires Preis-Leistungs-Verhältnis mehr zu erkennen vermögen, werden Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung nie auszurotten sein, was immer sie machen. Dritte These, Leistung. Ich muss nie vergessen, aber ich beherrsche das schon. Bin ganz stolz, wie ich das beherrsche. Ich leide nämlich an einer krankhaften Abneigung gegen diese Dinge. Leistung, investieren und sparen müssen sich lohnen. Das ist auch ganz banal, das sind ja einfache Dinge, die wichtig sind. Wohlstand wird ja im Gegensatz zu dem, was die Politiker glauben, nicht von der Politik hergestellt, sondern von Millionen von Menschen erarbeitet durch Leistung, jeder an seinem Platz und jede. Und das tun diese Menschen nur, wenn die Institutionen ihnen die Früchte dieser Leistung nicht vergällen. Acemoglu zeigt das in seinem berühmten Buch Why Nations Fail. Er braucht dann gewisse Fremdwörter, aber das sind diese Gedanken, die er eigentlich sehr gut geschildert hat. Am Schluss kommt er dann auf ein Problem, auf das ich eingehen möchte, die er von mir aus zu wenig sieht. Müsste vielleicht noch einen zweiten Band machen und ein paar Ratschläge von mir entgegennehmen. Ökonomisch leistungsfähige Institutionen, nennt dies, das sind die Inclusive Institutions, die erlauben allen Menschen die Entfaltung ökonomischer Aktivitäten, allen, ermöglichen ihnen die Nutzung ihrer Fähigkeiten und Talente und gewährleisten, dass sie die Früchte dieser Anstrengung eben auch behalten dürfen. Bildung, Weiterbildung, Sparen, Investieren, Innovieren lohnen sich. Privateigentum ist gesichert, etwas vom Allerwichtigsten. Zureichende öffentliche Dienstleistungen stehen zur Verfügung. Private Verträge werden durchgesetzt. Und es besteht ein langfristig berechenbares, stabiles wirtschaftliches Spielfeld. Und das System ist offen für Innovation und neue Geschäftstätigkeiten.
Und dazu kommt, das haben Sie erwähnt, Herr Professor Stabatti, das Eugensche Prinzip. Haftung im Misserfolgsfall ist sozusagen der Preis dafür, dass man die Früchte des Erfolges behalten darf. Ein weiteres ist wichtig, nur ständige Erneuerung und nicht Strukturerhaltung kann Wohlstand erhalten. Schumpeter nannte das die Creative Destruction und deshalb muss vermieden werden, dass alles vermieden werden, was den Strukturwandel behindert, übersteigerter Kündigungsschutz, strukturhaltende Subventionen, Ächtung neuer Technologien wegen diffuser Ängste, ob das Nano ist, ob das Gentechnik ist, ob das Atom ist und so weiter, Blockierung von notwendigen Stilllegungen, Markteintrittsbarrieren und was es da alles gibt. Auch hier möchte ich 2, 3 aktuelle Beispiele erwähnen. Anreize zum Sparen, und hier werde ich ein bisschen hart, aber der Professor Feld hat mir freies Geleit zugesichert nachher. Anreize zum Sparen hat man dann, wenn vom Lohn zunächst überhaupt etwas zum Sparen übrig bleibt. Sie hören von mir nichts als Banalitäten, aber es wissen es nicht alle. Wenn man Vertrauen haben kann, dass das Ersparte seinen Wert behält, wichtig, und nicht später wegbesteuert wird. Und alle 3 Erwartungen werden derzeit erschüttert. Steuern und Sozialabgaben sind auch für normale Verdiener in vielen Ländern so, dass schlicht nichts zum Sparen bleibt, es sei denn durch Steuerhinterziehung oder Schwarzarbeit. Die Geldpolitik im Nachgang zur Finanzkrise, welche die gravierenden Fehlleistungen der Finanzpolitik ausbügeln soll, ich glaube, wir sind hier recht einig, Herr Stabatti, führt in vielen Ländern jetzt schon zu realen Negativzinsen, welche schon jetzt und noch ohne Inflation das Ersparte aufzuzehren beginnen. Das bringt zum Beispiel Pensionskassen in Finanzierungsschwierigkeiten. Dazu kommt die zunehmende Angst vor Inflation, der perfidesten Form demokratisch nicht legitimierter und behördlich verordneter Enteignung. Und weiter hat die Teilenteignung der Einleger auf zypriotischen Banken, aber vor allem die ernsthafte Diskussion darüber, ob auch Anleger mit weniger als 100.000 Euro zur Kasse zu bitten seien, gezeigt, dass die heute Regierenden im Notfall zu jedem Bruch langfristig gegebener Versprechen fähig sind. Es sind also diesmal nicht Könige, Fürsten oder Diktatoren, welche zur Enteignung ihrer Untertanen ansetzen, sondern Demokratien. Und das ist hinsichtlich des Vertrauens in diese Gemeinwesen auch von Investoren, ich würde sagen, verheerend. Mit den Anreizen zum Investieren und zum Innovieren steht es mindestens so schlimm, das hat ja mit alledem zu tun. Investieren ist ja immer mit Verlustrisiken verbunden und das werden sie nur dann tun, wenn dieses Risiko eben auch entschädigt wird. Wenn langfristige Rechtssicherheit und Berechenbarkeit der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bestehen, wenn der Arbeitsmarkt so flexibel ist, dass auch eine Fehlinvestition einigermaßen vernünftig wieder bereinigt werden kann und wenn der Ersatz von Obsoletem möglich ist, eben die Creative Destruction. Wenn die behördlichen Hürden einigermaßen bewältigbar bleiben, es gibt europäische Länder, wie sie da kriegen sie, ja, ich hätte jetzt fast etwas Schweizerdeutsches gesagt, was sie trotzdem verstanden hätten, aber ich will hier in diesem Umfeld ja nicht der Höflichkeit. Es gibt ja Länder, wo sie wahnsinnig leiden, bis sie überhaupt eine Firma haben gründen können und so weiter. Und wenn eben dann der Erfolg der Investition und die überdurchschnittliche Leistung nicht übermäßig besteuert werden. Und in allen diesen Bereichen besteht in Europa von Land zu Land natürlich unterschiedlich Grund zur Besorgnis. Die erwähnten Diskussionen um die Einlagen in Zypern, der fortgesetzte Bruch der Maastricht-Verträge. Ich war sehr auch gutes Verhältnis zu Theo Weigel damals, der mich immer unter seinen Augenbrauen so böse, also freundlich angeschaut hat. Der hat da gekämpft für diese Maastricht-Verträge und dann hat ja Deutschland, wie Sie wissen, auch bei diesem Bruch dann mitgemacht. Auch die Nichteinhaltung der Nichtbeistandsklausel in Artikel 25 des Vertrages von Lissabon, aber auch die durch politische und mediale Empörungsbewirtschaftung getriebenen handstreichartigen Einführungen neuer Restriktionen, wie eben Salärvorschriften, Finanztransaktionssteuern und so weiter, alles das zerstört natürlich systematisch Vertrauen in die Zuverlässigkeit und Berechenbarkeit der Investitionsbedingungen auf europäischen Standorten. Auch in der Schweiz kommen soll, ich bin also gar nicht einer, der nur auf die EU zeigt, bei uns gibt es genau die gleichen Tendenzen auch und ich leide genauso, wenn ich sehe, dass man da anfängt, Dinge zu machen, die eigentlich langfristig Schaden anrichten könnten. In Ländern, wo Gewerkschaften es durch politischen Druck fertigbringen, etwa durch übersteigerten Kündigungsschutz, die Anreize der Unternehmen abzutöten, Menschen ohne Arbeit oder Junge überhaupt einzustellen, werden ganze Gruppen vom Arbeitsmarkt abgeschottet, Jugendarbeitslosigkeit Italien als Stichwort, und notwendige Restrukturierungen erschwert mit fatalen Folgen.
In Frankreich etwa macht eine Vernetzung von Gewerkschaft und Politik, und zwar unabhängig, ob Bürgerliche oder Sozialisten am Ruder sind, Restrukturierungen und Betriebsstilllegungen derart langwierig und teuer, dass große Konzerne neue Unternehmen kaum mehr dort ansiedeln. Ich gebe Ihnen ein Beispiel von Nestlé, wo ich ja einige Jahre dabei war. Nestlé hätte die beiden jüngsten großen Nespresso-Fabriken mehrere hundert Millionen Investitionen vom Markt her in Frankreich bauen wollen. Die verheerenden gewerkschaftlichen und behördlichen Bremsmanöver bei der Stilllegung einer französischen Glasflaschenfabrik von Nestlé, es braucht halt keine Glasflaschen mehr, aber man darf sie nicht stilllegen, und bei der dringend notwendigen Restrukturierung von Perrier, die nur etwa 10% der Produktivität von San Pellegrino hat, war nicht überlebensfähig. Diese Widerstände waren derart, und das hat derart Hunderte von Millionen gekostet, dass Nestlé sich entschieden hat, neue Fabriken und die beiden Nespresso-Fabriken in der Schweiz zu bauen und nicht in Frankreich. Das sind einfach Dinge, die vielleicht auch, aber ich will jetzt nicht auf lebende Personen hinweisen, aber sich merken müssten, dass gerade auch in den besonders notleidenden europäischen Staaten auswuchernde und verkrustete Bürokratien, die teilweise von Korruption durchsetzt sind, langwierige Bewilligungsverfahren und unübersichtliche und dichte Regulierungsgeflechte eigentliche Investitionskiller sind, sei der Vollständigkeit halber ebenfalls erwähnt. Das europäische politische Klima, auch das ist ein Eindruck von mir, welches wirtschaftliche Tätigkeit im Gegensatz etwa zu den USA als eher minderwertiger als kulturelle oder politische betrachtet und welches den wirtschaftlichen Erfolg mit einer Mischung aus Neid und Misstrauen, der hat es zu was gebracht, da kann doch was nicht stimmen, das begünstigt natürlich unternehmerische Tätigkeit von Jungen ebenfalls nicht. Vierte These, Freiheit über alles, aber sie hat einen Preis. Für mich war in der Politik immer das Bild des freien, mündigen und selbstverantwortlichen Bürgers wegleitend und nicht das Bild des staatlich gegängelten und auf mannigfache Art vom Staat abhängigen Bürgers. Die schleichende Entmündigung der Bürger, sei es durch immer ein dichteres Vorschriftengeflecht oder als Konsument, da muss sie alles, muss man von jedem Risiko fernhalten, oder auch durch Ködern mit staatlichem Manna, ebenso schlimm, das führt zunehmend zu einer Drift von diesem Selbstverantwortungsbürger zum Anspruchsbürger, mit all den damit verbundenen politischen Konsequenzen, vor allem auch für das Verhalten von Politikern und Parteien. Und ich müsste lügen, wenn ich nicht bekennte, dass dies eine meiner größten Sorgen ist. Und es scheint, dass für immer mehr Menschen die Gewöhnung an Freiheit das Gefühl für deren Wert hat verkümmern lassen. Nun zeigt auch die Erfahrung, dass nur die Marktwirtschaft letztlich zureichenden Wohlstand für alle erarbeiten kann. Seit wir das schlechte Beispiel im Osten nicht mehr haben, ist das nicht mehr allen so klar. Nur Märkte und nicht Pläne schaffen es, aber das ist auch wieder banal, Angebot und Nachfrage in Übereinstimmung zu bringen und dafür zu sorgen, dass die richtige Anzahl Güter zur richtigen Zeit in der zureichenden Qualität am richtigen Ort zur Verfügung steht. Und das ist deshalb möglich, weil die Märkte Millionen individueller Einzelentscheide zu aggregieren vermögen. Und eigentlich ist ein basisdemokratischer Prozess als das überhaupt nicht vorstellbar. Im Wettbewerb wird Erfolg belohnt und Misserfolg bestraft. Und das schafft diese Anreize zur Innovation und zu ständigen Höchstleistungen. Weil aber erfolgreiche, das haben Sie auch angedeutet, oder so nicht nur angedeutet, klar gesagt, weil natürlich erfolgreiche Menschen dann auch Menschen sind und immer nicht über Menschen und immer wieder versuchen werden, diesen einmal erreichten Erfolg über Einschränkungen des Wettbewerbs für sich auf Dauer zu sichern, muss eben der Staat den Wettbewerb wieder sichern. Sonst funktioniert das nicht. Und der Gesamtwohlstand wächst dann, wenn die Produktionsfaktoren Kapital und Arbeit durch technologischen Fortschritt und zunehmendes Wissen und Können produktiver werden. Nun, seit der Finanzkrise wird uns von Politikern, deren Geschäftsmodell die Umverteilung dessen ist, was andere erarbeiten, und von vielen Medien ständig eingehämmert, die Welt wird ständig ärmer, die Welt wird ständig ungleicher und die Märkte haben versagt und bedürfen der Korrektur durch die Politik. Sie können bei Nobelpreisträger Kahneman auch nachlesen, dass viele Menschen eine permanent wiederholte falsche Aussage mit der Zeit zu glauben beginnen. Das hat eine Gerechtigkeitsdiskussion ausgelöst, auch in Deutschland sehr stark, aber auch in der Schweiz, die mich fatal an Phantomschmerzen erinnert.
Natürlich rede ich nicht von den echten Tragödien, die sich im Moment in einigen Eurostaaten selbst verschuldet abspielen, aber ansonsten ist das Gegenteil wahr. So ist etwa das Verhältnis, ich habe ein paar Zahlen herausgesucht, auch für Deutschland, Schweiz ist ziemlich ähnlich, wir sind da interessanterweise nahe verwandt in den Strukturen. Das Verhältnis der Einkommen der Reichsten zu den ärmsten 20% der Bevölkerung ist in Ihrem und meinem Land seit Jahrzehnten praktisch unverändert und sehr gesund und viel gesünder als in den Ländern, die in den Arbeitsmärkten ständig eingreifen, in den überregulierten Arbeitsmärkten. Die Welt ist auch nicht ungleicher geworden, aber Marktwirtschaft und Nicht-Umverteilung von Nord nach Süd haben hunderte Millionen, wenn nicht mal Milliarden aus der Armut befreien können. Der Glaube an das Gegenteil führt indessen zu einer Regulierungswut, die wird sie nicht gebremst, zu jenem Zustand führen wird, den man eigentlich verhindern möchte. Meine Überlegungen zur Bedeutung der Institutionen zeigen, dass der Staat in einer Marktwirtschaft von zentraler Bedeutung ist. Wenn ich nicht den Staat für derart wichtig hielte, hätte ich nicht 15 Jahre meines Lebens eigentlich diesem Staat gewidmet. Aber dieser Staat bedarf der Grenzen. Denn alles das kann Marktwirtschaft nur leisten, wenn sie über zureichende Freiräume zur Entfaltung ihrer Kreativität verfügt. Aber jetzt muss ich auf die Wirtschaft los. Diese Freiräume wird ihr in einer Demokratie die Politik und bei uns das Volk nur gewähren, wenn die Menschen das Vertrauen haben, dass die Wirtschaft diese Freiheiten auch mit Verantwortung wirklich nutzt. Und das wiederum hat sehr viel mit Kultur zu tun. Während die Institutionen die Hardware des menschlichen Zusammenlebens sind, ist die Kultur die Software sozusagen. Kultur, was ist das? Das sind ungeschriebene, gelebte Normen und Verhaltensweisen. Das ist nicht angeboren, sonst gäbe es nicht so verschiedene Kulturen, sondern das ist etwas von Menschen geschaffenes, künstliches. Eine gute Kultur veranlasst eigentlich die Menschen, das zu tun, was sie sollen, ohne dass man ihnen das befehlen muss. Obschon ein durch Kultur vorgeschriebenes Handeln freiwillig ist, gibt es natürlich sehr faktisch, sehr wirksame, aber subtile Sanktionsmechanismen, welche ein kulturkonformes Verhalten begünstigen. Ich denke etwa an Ächtung eines Fehlbaren oder einer Fehlbaren durch die Gesellschaft oder die Mitarbeiter. Kultur ist in der Wirtschaft deshalb wichtig, weil auch das beste Aktienrecht, das beste Verwaltungsratsreglement oder der beste Ethikkodex nichts taugen, wenn Personen am Werk sind, denen es an Integrität mangelt oder wenn keine Compliance-Kultur herrscht. Deshalb werden auch in Amerika, trotz des Sarbanes-Oxley-Monstrums, die Missbräuche weitergehen, das werden Sie sehen. Man kann eben fehlende Kultur auch nicht durch immer umfassendere Regulierung ersetzen. Warum? Von einer gewissen Regulierungsintensität an werden Kultur und Verantwortungsbewusstsein zerstört. Sie merken das in einem Unternehmen oder in einer Verwaltung. Wo alles oder und jedes geregelt ist, verkümmert die Selbstverantwortung. Weil das sich herumschlagen mit den Vorschriften immer lästiger wird und die Handlungsoptionen zunehmend eingeschränkt werden, sucht man akribisch nach Lücken in den Vorschriften, deshalb auch die vielen Juristen in der Privatwirtschaft, die man mit umso besserem Gewissen nutzt, als man davon ausgeht, dass die Lücke gewiss schon durch eine Vorschrift geschlossen wäre, wenn man sie nicht nutzen dürfte. Das Checklistendenken nimmt überhand. Verwaltungsräte konzentrieren sich auf das Durchackern der explosiv wachsenden Checklisten und bekommen das beruhigende Gefühl, ihre Pflicht getan zu haben, wenn alle Kästchen abgehakt sind. Aber vielleicht haben Sie darob das Nachdenken vergessen. Wie ich schon angedeutet habe, werden die Bürger via Politik den Unternehmen diese Freiheit nur gewähren, wenn sie annehmen, dass diese Freiheit mit Verantwortung genutzt wird. Und der Glaube daran hat natürlich in Deutschland, aber auch in der Schweiz in der Finanzkrise sehr gelitten. Und Fehlleistungen von Managern, es sind Einzelne, es sind nie alle, aber es kommt dann natürlich die Sippenhaftung. Fehlleistungen von Managern und ganzen Branchen haben der Glaubwürdigkeit der Wirtschaft ganz enorm geschadet. Und das hat eine enorme Regulierungswelle ausgelöst. Aus dem folgt, dass die Freiheit einen Preis hat, die Verantwortung. Nicht alles, was nicht verboten ist, darf immer auch getan werden. Und gerade deshalb ist eben auch in einem Unternehmen die Kultur genauso wichtig wie die eigentlichen Reglemente und Regeln.
Etwas vereinfacht kann man die Unternehmenskultur mit den Tugenden des ehrbaren Kaufmannes umschreiben. Das kommt ja aus Deutschland ursprünglich. Das sind keine philosophisch hochfliegenden moralisch-ethischen Ansprüche, über die man ganze Bände schreiben kann, kann man natürlich, aber muss man nicht, sondern das sind so einfache Dinge wie das Verantwortungsbewusstsein nicht nur gegenüber dem Unternehmen und seinen Aktionären, das sowieso, sondern auch gegenüber der Gesellschaft, auch gegenüber der Umwelt. Und dazu gehören auch so simple Werte wie Fairplay, Wahrhaftigkeit, Redlichkeit, Ehrlichkeit. Ein korrektes ethisches Verhalten ist sogar zu einem Erfolgsfaktor geworden. Und ich musste das natürlich, als ich zu RUBS berufen wurde, im schlimmsten Moment ganz sehr schmerzhaft erfahren, was die Sünden der RUBS vorher für den Ruf und für das Geschäftsgebaren, für das Geschäft, auch für den Cashflow, welche Faktoren, die sich knallhart im Cashflow auswirken, was das alles für Folgen gehabt hat. Mehr und mehr Konsumentenorganisationen, NGOs, Medien, Bürgerinitiativen wachen auch über die Ethik von Unternehmen und das ist gut so. Verstöße gegen die ethische Kultur können eben handfeste negative Folgen für das Unternehmen haben. Und auch Codes und Verhaltensvorschriften nützen wenig, wenn keine Unternehmenskultur besteht, wonach man diese Vorschriften einhalten muss. Gerade Großunternehmen müssen deshalb diese Kultur bewusst pflegen. Das braucht schriftlich festgehaltene Regeln, aber die große Aufgabe besteht eben darin, das mit Leben zu erfüllen durch Vorbild, Schulung, Belohnung und Sanktion und so weiter. Und ich finde noch etwas Spezielles ganz, ganz wichtig. Es scheint mir, dass bei der Auswahl der Manager der Charakter ein ebenso wichtiges Kriterium sein muss wie die Fachkenntnisse. Und ich glaube, auch das hat diese Krise gezeigt. Auch ich will hier etwas kürzen, auch die Lohnsysteme können Anreize vermitteln, gute und schlechte. Auch das sind Dinge, die ein Unternehmen sehr, sehr sorgfältig prüfen und auf Anreize eben durchdenken muss. Damit komme ich zur fünften These. Es gibt zur Demokratie keine Alternative, aber gewisse Fehlanreize bedürfen der Korrektur. Für Wohlstand unentbehrliche Erfordernisse wie Chancengleichheit, Bildung für alle, zureichende Freiheiten haben viel natürlich mit dem politischen System zu tun. Und nicht demokratische politische Institutionen, Acemoglu nennt sie extractive, also ausbeuterische, begünstigen privilegierte Personen, Familiengruppen, sichern wenigen große, kaum begrenzte und wenig kontrollierte Machtbefugnisse zu und lassen auf weite Strecken auch Willkür zu, das sehen Sie tagtäglich am Fernsehen. Die privilegierte Elite strukturiert dann die ökonomischen Institutionen aus, extractive auch, sodass sie die Ressourcen der übrigen Gesellschaft für sich ausbeuten kann. Demokratische politische Institutionen hingegen sichern die Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz, nicht die Gleichheit, sondern vor dem Gesetz, vertrauen Macht nur auf Zeit an, lassen die Abwahl von Politikern zu, welche die Macht missbrauchen, verteilen die Macht breit und ermöglichen demokratisch allen Gruppen den Zugang zur Macht auf Zeit. Aber gerade in der gegenwärtigen Krise, und das beschäftigt mich immer wieder, gerade in der gegenwärtigen Krise sind eigentlich bewährte Demokratien, die nach Acemoglu eigentlich alles richtig machen sollten, ganz besonders auch in große Probleme geraten, während autokratische Systeme und gelenkte Demokratien im Aufschwung sind. Und für viele aufstrebende Länder, und das ist eigentlich eine gewisse Tragödie, meine ich, hat die Demokratie als anzustrebendes Modell sehr viel an Strahlungskraft verloren. Ich bin und bleibe allerdings überzeugt, dass in den meisten jetzt so gelobten Halb- und Pseudodemokratien, und ich schließe hier sogar China ein, Probleme aufbrechen werden, welche den Erfolgspfad ganz abrupt beenden könnten, wenn diese Länder sich nicht politisch und demokratisch zureichend zu öffnen vermögen. Sie sehen ein neues Beispiel, das selbstherrliche Gebaren Erdogans gefährdet zurzeit nicht nur die politischen Errungenschaften in der Türkei selber, sondern auch den eindrücklichen wirtschaftlichen Erfolg. Warum? Es unterläuft, es mindert, es zerstört das Vertrauen ausländischer Investoren, auf welche das Land zur Finanzierung seines großen Leistungsbilanzdefizits schlicht angewiesen ist. Langfristiger Erfolg eines Landes bedingt den Einbezug, meine ich, aller maßgebenden politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Kräfte. Das Ganze, was in diesen Biotopen an Kreativität wuchert und lebt und webt, in die politische Willensbildung, so komplex das auch sein mag. Aber Demokratien müssen versuchen, einige Fehlanreize institutionell zu korrigieren. Ich will dazu nur einige Hinweise geben.
Ein Charakteristikum nicht demokratischer Systeme ist es, dass privilegierte Minderheiten, ich habe das gesagt, die Mehrheit des Volkes zu ihren Gunsten ausbeuten. Es gibt leider eben auch den umgekehrten Effekt, wenn in einer Demokratie die Mehrheit eine Minderheit ausbeutet. Wenn zum Beispiel eine nicht betroffene demokratische Mehrheit wohlhabenden Unternehmern eine so hohe Erbschaftssteuer auferlegt, dass eine Übergabe des Unternehmens an die nächste Generation zu vernünftigen Bedingungen verunmöglicht wird. Oder wenn gemäß dem François Hollande, jetzt habe ich doch einen Namen gesagt, in Frankreich eine kleine Minderheit hoher Einkommensbezüger 75% Steuern abliefern muss, hat das wenig mit Gerechtigkeit, aber viel mit Enteignung zu tun. Und das politische Signal an die Leistungsträger ist ganz eindeutig, das Eigentum hoher Leistungsträger ist nicht mehr sicher und die langfristigen Konsequenzen trägt die gesamte Fortwirtschaft, nicht unbedingt diese Leute. Die unverantwortliche, explizite Verschuldung vieler Staaten und die in den Staatsrechnungen leider nicht sichtbare und teilweise noch dramatischere implizite Verschuldung, Nebenbemerkung, ein CFO einer Großbank, der bilanzieren würde wie die Staaten, wäre längst im Gefängnis. Klammer geschlossen. Wenn Sie alles das mit berücksichtigen und was zurückzuführen ist auf nicht finanzierte sozialstaatliche Leistungsversprechen, dann wird der Wohlstand dadurch für viele Jahrzehnte wahrscheinlich gefährdet. Und das ist auf einen der grundlegendsten Fehlanreize der Demokratie zurückzuführen, den gefährlichen Anreiz, nämlich aus wahlpolitischen Gründen Leistungen an die eigenen Wähler zu beschließen, die andere bezahlen müssen oder die man mit Schulden finanziert. Und die Neigung zur Verschuldung öffentlicher Gemeinwesen hat noch eine weitere Ursache. Private Schuldner haften bei Verlusten persönlich, Sie alle. Sie haben dadurch eine klare Verantwortung. Politiker, welche Schulden beschließen, haften indessen nie. Es sind die Steuerzahler von morgen, die zur Kasse gebeten werden und dann zumal sind längst andere Politiker am Zug. Auch Abwahl ist keine Strafe, denn häufig werden die Falschen abgewählt. Es werden die abgewählt, die eigentlich die Sache machen wollen und die alles versprechen, werden vielleicht gewählt. Das ist keine Korrektur dieses Eucken'schen Prinzips. Und zudem entscheiden in der Politik sehr häufig Kollektive in komplexen Prozessen. Und sie können kaum je eruieren, wer am Schluss für individuell für Fehlentscheide wirklich verantwortlich war. Und deshalb funktioniert eben in der Politik dieses Eucken'sche Prinzip Zusammengehörigkeit von Risiko und Haftung nicht. Aus diesen Gründen brauchen Demokratien gewisse Selbstbindungen. Ich denke eben, Sie haben das erwähnt, Herr Professor Feld, die Schuldenbremse, welche die Politiker wie Odysseus an den Markt bindet, damit sie den Sirenengesängen der Wähler und Interessengruppen nicht folgen können. Danke für das Zitat in der NZZ, das nur nebenbei. Das wissen nur wir beide. Ich denke aber auch an so wichtige Dinge wie Grundrechte oder Rechtsstaat, die auch von demokratischen Mehrheiten nicht angetastet werden dürfen. Ein Problem, das uns im Moment beschäftigt mit der direkten Demokratie in der Schweiz. Sechste These, und das fehlt mir bei Acemoglu ein bisschen. Auch die Selbstverantwortung der Staaten, Gliedstaaten und Kommunen muss institutionell abgesichert werden. Institutionen haben über ihre Anreizstrukturen, wie ich das erzählt habe, nicht nur Auswirkungen auf das Verhalten der Menschen als Individuen, sondern auch auf das Verhalten der ganzen Gemeinwesen, Staaten, Gliedstaaten, Kommunen. Deshalb brauchen diese Strukturen, welche ihre Selbstverantwortung stärken oder sichern. Bei stark zentralisierten Staaten wird zu viel Verantwortung an die oft bürgerferne Zentrale abgeschoben. Dezentrale Systeme, in welchen die Verantwortung für die einzelnen Aufgaben gemäß dem Subsidiaritätsprinzip so tief wie möglich und damit in Bürgernähe angesiedelt ist und in welchen nach dem fiskalischen Äquivalenzprinzip Verantwortung, Ausführung und Finanzierung dieser Aufgabe in einer Hand sind, solche Systeme sind erfolgreicher und vor allem krisenresistenter als zentralistische. Selbstverantwortlich werden Gemeinwesen nur dann handeln, wenn sie letztlich auch bankrott gehen können. Das ist beim Staat nicht immer gleich wie beim, das kann eine Restrukturierung, was es immer sein, aber sie müssen eigentlich auch bankrott gehen können. Richtigerweise verlangt das die Politik von den systemrelevanten Großbanken, aber mir scheint, es gelte auch beim Staat. In der Schweiz machte vor einiger Zeit die Gemeinde Leukerbad pleite, weil niemand zu Hilfe eilte, als sie durch Misswirtschaft in Probleme geriet. Nach dieser bitteren Erfahrung, meine Damen und Herren, wird nicht so bald wieder eine Gemeinde in der Schweiz bankrott gehen. Das Eugen-Prinzip Risikohaftung muss eben auch für Gemeinwesen gelten. Gewiss hat das Credo der
Europäischen Union, wonach wegen des Level Playing Fields, wie man so schön sagt, für die Wirtschaftsteilnehmer eine zureichende Zentralisierung nötig ist, eine gewisse Logik. Es wird aber unterschätzt, dass es einen Zentralisierungsgrad gibt, ab welchem negative Folgen zu überwiegen beginnen, und zwar auch deshalb, weil mit zunehmender Zentralisierung und Harmonisierung die Mechanismen eben der Selbstverantwortung geschwächt werden. Und mir scheint, dieses Problem sei in der EU, werde unterschätzt. Und die Politik entwickle sich in der falschen Richtung. Die Gewissheit, dass mit allerhand Rettungsschirmen verhindert wird, dass ein Staat bankrott gehen kann und dass die EZB für eine nicht risikogerechte tiefe Verzinsung der Staatsanleihen sorgt, dämpft den Reformwillen der schwarzen Staaten und macht die Starken faktisch haftbar für die Schulden der Schwachen. Und das erzeugt eben Frust bei beiden oder bei den sich unterjocht fühlenden und kontrolliert führenden Schwachen. Lesen Sie mal, was der Berlusconi alles über ihre Kanzlerin sagt, da kann man nur den Kopf schütteln. Und aber auch bei den sich ausgebeutet fühlenden starken Staaten. Der Weg zu faktischen Steuerkartellen eliminiert Schritt für Schritt die Steuerkonkurrenz. Dass die Schweiz so gut läuft, hat mehr mit kantonaler Steuerkonkurrenz als mit politischer Weisheit zu tun, meine Damen und Herren. Ich muss das leider gestehen. Dieser Weg, das wird hier eliminiert und das ist das einzige wirksame Instrument, welches die Staaten zu einem für den Bürger optimalen staatlichen Preis-Leistungs-Verhältnis zwingt. Das ist ein solcher Mechanismus. Natürlich spricht die EU immer vom Subsidiaritätsprinzip, aber die konkurrierende Zuständigkeit zwischen den Mitgliedstaaten und Brüssel in vielen Bereichen führt zu einer wenig systematischen Verlagerung von Kompetenzen nach Brüssel, entweder durch Usurpation durch die Zentrale, die immer mehr Einfluss sucht, das will jede Bürokratie, ist legitim, aber auch durch das Abschieben ungeliebter Verantwortung nach Brüssel durch viele Staaten selber, für die es bequemer ist. Ich darf das ruhig sagen, weil wir beide Phänomene auch in der Schweiz bei den Kantonen festgestellt haben. Ich habe immer gesagt, die haben für ein Butterbrot an Subventionen, haben unsere Kantone einen großen Teil ihrer föderalistischen Seele verkauft. Und das alles ist per se verantwortungstötend. Und das führt zu einer Erosion der Mechanismen, welche die Selbstverantwortung fördern können. Und in vielen Bereichen sind die EU-Prinzipien segensreich, die vier Freiheiten, das ist eindrücklich, die vielen demokratischen Werte ist eindrücklich. Aber bei den Anreizen zur Selbstverantwortung und der Subsidiarität scheint sie mir irgendwie konzeptlos zu sein. Siebte These. Wo Bürgertugenden blühen, können sich die zwangsbefugten staatlichen Institutionen zurückhalten. Das ist ein Satz von Ottfried Höffe, ich will das kurz machen. Ich fand den immer sehr, sehr wichtig. Man kann nämlich in einem Staat nicht alles und jedes regeln. Gewisse Regeln muss eine Gesellschaft sozusagen automatisch von sich aus einhalten, wenn sie nicht zerfallen soll. Sie muss sich an Werten orientieren. Beispiele, goldene Regel, das kennen Sie alle schon als Kind, was du nicht willst, dass man dich tut, das fügt auch keinem anderen zu. Aber auch die bekannten Kardinaltugenden. Ich bin überzeugt, dass Institutionen nur dann zureichend funktionieren, wenn sie auf eine Kultur abgestützt sind und wenn sie von den Menschen getragen werden. Das simpelste Beispiel ist die Einhaltung von Gesetzen. In vielen Ländern bestehen durchaus akzeptable Gesetze, aber niemand hält sie ein, weil das nicht die Kultur ist. Bei einer Geschwindigkeitsbegrenzung ist das vielleicht nicht staatsgefährdend, aber wenn das bei der Steuermoral kommt, bei der Umweltgesetzgebung oder bei der täglichen LIBOR-Meldung, um keine konkreten Beispiele zu nennen, dann wird es ernst. Dann wird es ernst. Und auch dort, wo eine Kultur der Korruption herrscht, werden gut konstruierte Institutionen nie ihr volles Potenzial entwickeln können. Achte These, auch das ist mir wichtig, ich bin ja ein knallharter Marktwirtschaftler, aber ich bin doch der Meinung, dass eine Gesellschaft nur dann stabil ist, wenn sie eine gewisse Ausgeglichenheit des Wohlstandes hat und wenn sie damit durch diese Stabilität die politischen Zustände als einigermaßen fair empfindet. Es gibt empirische Evidenz dafür, ich habe das angedeutet, dass Marktwirtschaft dieses Ziel besser erreicht als andere Systeme. Ich könnte Ihnen jetzt Zahlen aufzählen, aber ich will das nicht machen. Weil aber Marktwirtschaft notgedrungen auch zu Ungleichheiten führt, braucht es einen gewissen sozialen Ausgleich. Niemand soll unverschuldet Not leiden und dadurch eben seine Würde verlieren müssen. Studien zeigen, ich habe hier eine Studie, ich glaube es war eine Studie der EZB vom Jahr 2006, dass sozial abgesicherte Menschen risikofreudiger sind und das Eingehen von Risiko ist für Wachstum wichtig. Man wagt dann einen neuen Job oder was immer. Zudem sind Strukturanpassungen viel einfacher umzusetzen, wenn es ein soziales Auffangnetz gibt.
Sozialwerke müssen aber finanziert werden und das ist nicht ohne eine angemessene Umverteilung möglich. Jemand muss zuerst erarbeiten, was nachher als Sozialleistung ausgeschüttet werden kann. Und deshalb ist es so wichtig, dass sozusagen in einer ersten Stufe eine möglichst effiziente, nicht durch auch soziale Fehlanreize gebremste Marktwirtschaft zu konzipieren, die maximale Werte schafft. Das ist die erste Stufe. Und die zweite Stufe, dort muss die Umverteilung eingreifen und einen angemessenen Teil dieser Werte, um ausgleichend zu wirken, dann angemessen auch zu verteilen. Und was angemessen bedeutet, das muss man dann immer wieder politisch eben aushandeln. Aber es geht im Wesentlichen darum, dass die Zahlenden nicht überfordert werden und die Leistungsbezüger zwar zureichenden Schutz erhalten, aber nicht den Leistungswillen und den Willen zur Selbsthilfe verlieren. Falsche Anreizsysteme, und solche haben wir viele, begünstigen bei den Zahlern Leistungsverweigerung, Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung, bei den Empfängern abnehmende Lust zur Arbeit, missbräuchliche Erschleichung von Sozialleistungen oder Sozialtourismus und so weiter. Wir alle wissen, es ist in Deutschland gleich wie in der Schweiz, dass die Industrieländer vor allem vor großen demografischen Veränderungen stehen, welche die Finanzierung der Sozialwerke zum Kollabieren bringen könnten. Man spürt es noch nicht überall, darum glauben es viele nicht. Ich halte deshalb den Ausbau der Sozialwerke zurzeit nicht nur für unverantwortlich, sondern auch für unsozial längerfristig. Jetzt ist Konsolidierung angesagt. 9. These. Politik braucht klare strategische Ziele und politische Leitplanken, an denen sich die einzelnen Maßnahmen orientieren müssen. Ich will das, Sie haben das erwähnt, wenn Sie mir gestatten, an diesem Beispiel der Schuldenbremse etwas aufzeigen, weil das war immer ein Kreis, wir haben es beim Kampfflugzeug so versucht, wir haben es in anderen Bereichen. Sie haben das erwähnt, Herr Feld, anfangs der 90er Jahre gerieten als Folge finanzpolitischer Nachlässigkeit nach guten Jahren, gute Jahre sind immer gefährlich, nicht wahr, verliefen auch die Schweizer Bundesfinanzen aus dem Ruder. Und eine nachhaltige Finanzpolitik will ja niemandem wehtun, will ja nicht dem Bürger die Rente stehlen, wer will das schon, will nicht den Filmschaffenden die Subvention kürzen, um einen Kreis zu nennen, der immer besonders laut reklamiert. Zumindest in der Schweiz. Sie hat extrem vereinfacht zum Ziel, die Finanzpolitik, eine nachhaltige, durch Standortqualität Wohlstand zu ermöglichen, durch Verteilungsgerechtigkeit politische Stabilität zu fördern und durch Nachhaltigkeit, wir haben das vorher kurz, Herr Professor, darüber unterhalten, durch Nachhaltigkeit auch die Chancen der künftigen Generationen zu wahren. Die Bürger werden schmerzhaften Einzelmaßnahmen nur zustimmen, aber dann werden sie zustimmen, wenn Sie diese Maßnahmen als notwendige Schritte zur Erreichung dieses Ziels auch verstehen und die Einzelmaßnahme einordnen können und sie nicht als Schikane, Austerität, also um uns zu plagen und so weiter, perzipieren. Und deshalb braucht Politik einen konzeptionellen Rahmen, um eine kohärente Finanzpolitik verständlich zu machen und zu realisieren. Und auch die Diskussion solcher Konzepte ist bewusstseinsbildend. Und deshalb muss das übergeordnete strategische Ziel definiert, aber auch kommuniziert werden und dann braucht es die Leitplanken, welche für die Konzipierung der Einzelmaßnahmen maßgebend sind. Das ist alles jetzt noch theoretisch. Die Leitplanken schaffen dann einen Handlungskorridor für die Politik, einen Handlungskorridor, der einen wirren Zickzackkurs verhindern soll und der Politik auch langfristig erwartbar machen soll, wenn ich das so sagen darf. Ich hatte das große Privileg, und zusammen mit einem fantastischen Team und unter Beizug auch der Wissenschaft, wir haben bei all diesen Fragen auch die Wissenschaft einbezogen, auch bei der Föderalismusreform. Ich hatte das Privileg, ein solches Konzept mit meinen Leuten erarbeiten zu dürfen. Und das war nicht das Spektakulärste, nicht mal die Schuldenbremse, das war das Finanzleitbild des Bundesrates vom 4. Oktober 1999. Ich weiß nicht, François, ob du damals noch dabei warst. Ein lieber Freund und Parteikollege und Nationalratskollege von mir, ist heute auch hier, ich freue mich sehr. François Loeb, er lebt hier in Deutschland, ist der lebendige Beispiel, dass nicht nur Deutsche in die Schweiz auswandern, sondern auch umgekehrt. Dieses Finanzleitbild definierte die Ziele, Grundsätze und Instrumente der künftigen Finanzpolitik. Es liest sich heute wie ein gutes Lehrbuch. Für mich ist es noch immer der Ausgangspunkt eigentlich der Wende bei den Bundesfinanzen, auch wenn es keine bindenden Vorschriften enthielt. Es definierte vorab die Allokationsverteilung und Stabilisierungsziele der Finanzpolitik, verlangte aus Standortgründen Fiskalsteuer und Staatsquoten bei den tiefsten innerhalb der OECD. Wir wollen tiefe Steuern haben, damit die Freiräume für die Wirtschaft groß genug bleiben, nicht nur wegen der
Steuer kommt, vor allem auch wegen dem internen Effekt, forderte schwergewichtig eine ausgabenseitige Sanierung. Einnahmenseitige scheitern meistens, und zwar einfach, wenn mehr Geld reinkommt, dann wird das ausgegeben. Ein Freund von mir pflegte zu sagen, es ist einfacher, einem Berner Sennenhund ein Wurstlager zur Bewachung zu überlassen, als einem Parlament eine Milliarde, nicht wahr? Und dieses Leitbild schrieb auch die Beseitigung der strukturellen Defizite vor, plante eine periodische Überprüfung der Notwendigkeit der Aufgaben des Bundes, kann man wieder was sein lassen, was vielleicht nicht nötig ist, definierte Subventions- und Besteuerungsgrundsätze und formulierte dann auch den Grundsatz der allmählichen Senkung der gesamten Verschuldungsquote durch den Rechnungsausgleich über einen Konjunkturzyklus hinweg, also durchaus antizyklisch. Einige konkrete Instrumente wurden schon angedacht, davon zwei zentrale, die Schuldenbremse, die Sie erwähnt haben, aber auch der neue Finanzausgleich, das Kürzel für die große Föderalismusreform in der Schweiz. Weil alles das, was ich vorher gesagt habe von Verantwortung von Institutionen, das ist in der Schweiz langsam verschlammt, das hat man vergessen, das ist ein Durcheinander, ein Gewirr geworden, wo niemand mehr, da wurden Milliarden im Land herumgeschickt und es hat sich am Schluss keinen Effekt ergeben. Das musste einmal bereinigt werden. Föderalismus, ich habe das angedeutet, ist für mich immer ein zentraler Baustein gewesen. Schon der Föderalismus bändigt die Staatmacht durch Aufteilung auf die Ebene. Der Bürger ist nicht schutzlos diesem Leviathan aufgeliefert, nicht wahr? Systemwettbewerbe führt zu innovativen Lösungen. Das erste Fabrikgesetz wurde in Glarus erfunden und von den anderen nachgeahmt. Pionierleistungen, nicht wahr? Führt die Entscheide näher zum Bürger. Wir haben eine viel komplexere Verwaltung, aber pro Kopf weniger Beamte als gleich große zentralistische Staaten im europäischen Raum. Das ist interessant. Er gestattet den Minderheiten, ihre Identität zu wahren, indem sie ihr eigenes Umfeld so gestalten können, wie das zum Beispiel der Französisch, der Frankophonen oder auch der Italophonen Mentalität entspricht und eben der Steuerwettbewerb, das habe ich schon gesagt. Aber auch das funktioniert eben nur, wenn das Äquivalenzprinzip, das ich erwähnt habe, ich will es nicht nochmal erläutern, eben funktioniert. Und weil das alles zunehmend verwischt worden war, haben wir dieses Projekt eingeleitet. Und ich bin eigentlich fast noch stolzer, dass uns dieses Riesenprojekt einigermaßen unbeschadet durchs Parlament und dann vor dem Volk gelungen ist, als bei der Schuldenbremse. Aber ich will zur Schuldenbremse noch etwas sagen, weil eine solche Vorschrift alleine hat das Problem noch nicht gelöst. Die Schuldenbremse ist eine globale Vorgabe. Sie ist restriktiv, aber flexibel genug, antizyklisch, das habe ich gesagt. Aber die Vorgabe spart noch nichts. Sie müssen dann konkret sagen, und alles ist gesetzlich gebunden und jeder hat das Versprechen bekommen, das müssen Sie ändern, Referendumspflicht, Volksabstimmung, alle diese Geschichten. Sie haben es ja noch viel einfacher als wir hier in Deutschland, weil Sie, wobei das hat alles seine Vor- und Nachteile. Also wenn das Parlament nicht will, Wurstlager, nicht wahr, dann kann auch die Schuldenbremse nichts bewirken. Und wir hatten schon eine Verfassungsvorschrift, die wurde vergessen im Laufe der Jahrzehnte. Die Disziplin bei der Budgetierung, die Zurückhaltung bei der Übertragung neuer Aufgaben, die Sparpakete, alles das kommt nachher und das ist dann die Knochenarbeit. Und deshalb, und das ist mir wichtig, war es so wichtig, dass das Schweizer Volk dieser Schuldenbremse Autorität verlieh. Sie wurde im Parlament nach vielen politischen Nebengeräuschen und riesigem Widerstand verabschiedet, um vom Stimmvolk am 2. Dezember 2001, ich bipperte noch vor der Abstimmung, ob das ein Ja gibt, ich habe mir damals sogar vorgenommen zurückzutreten, wenn es kein Ja gibt. Das Schweizer Volk hat mit 84,7% der Schuldenbremse zugestimmt. Und ich habe seither die These, manchmal ist das Volk gescheiter als seine Politiker. Eigentlich ist diese Schuldenbremse nichts anderes als der Pakt des Finanzministers mit dem Volke gegen seine eigenen Kollegen in der Regierung, gegen das Parlament. Sagt das keinem in der Schweiz, François, sonst pfeifen die noch mehr. Aber das Ergebnis dieser Volksabstimmung war ein Paukenschlag, der auch dem ahnungslosesten Hinterbänkler klar machte, dass es wie früher nicht mehr weitergehen konnte. Und dann hat man die großen Sparprogramme dann durchgebracht und so weiter. Strukturelle Defizit wurde gebändigt und das Wachstum, das dann nachher kam, wir haben es ja eigentlich in der Wachstumsschwäche gespart. Nicht? Deshalb ist dieser Zusammenhang, Sparen macht alles kaputt, der stimmt auch nicht. Also wir haben das Gegenteil gezeigt. Aber immerhin, wir haben es dann gemacht und im Aufschwung ohne die strukturellen Defizite entstanden dann auch die Überschüsse. Aber ich kann Ihnen sagen, für den Finanzminister sind Überschüsse das Schwierigste. Eben, dann kommt der Berner Sennenhund wieder. Und damit, meine Damen und Herren, komme ich zur letzten These und zum Schluss. Europa braucht nicht more of the same. Ich habe gesagt, ich will eigentlich nicht zu diesen Dingen reden, sondern allgemein. Aber zum Schluss möchte ich mir doch noch einige Bemerkungen, ich bitte Sie, mir das nachzusehen und zu verzeihen und eben freies Geleit, Herr Feld.
Ein paar Bemerkungen zur aktuellen Situation. Europa bildet, und ich glaube, wir müssen das doch zugeben, ein beklemmendes Bild im Moment. Ich will das nicht schildern weiter. Ich bin mir bewusst, dass sich die Stimmung aufgehellt hat, viel mehr als eigentlich begründet wäre. Sie hat sich aufgehellt. Da und dort sind Reformen erfolgreich angepackt worden. Beispielsweise wurden die Lohnstückkosten in Spanien, Griechenland und Portugal schon beachtlich gesenkt. Die Leistungsbilanzdefizite sind gesunken, vor allem natürlich auch wegen Importrückgang, nicht nur durch Leistung, aber immerhin. Die Zinsen für Staatsanleihen sind sehr günstig und die Wirtschaft schrumpft teilweise weniger rasch. Aber von den Grundproblemen ist doch, wenn man ehrlich ist, noch kein einziges wirklich gelöst. Der Schuldenstand ist noch alles andere als nachhaltig. Ich bin immer noch überzeugt, die invisiblen, implizite Verschuldung ist noch nicht eingespeist. Noch ist die Sanierung der Bankbilanzen zu wenig fortgeschritten in vielen Ländern. Noch weiß keiner, welches die Spätfolgen der vorsichtig ausgedrückt verwegenen Notenbankpolitiken sind. Hier habe ich eine sehr klare Meinung, aber das würde jetzt zu weit führen. Umso eindrücklicher ist natürlich in diesem Umfeld der Erfolg Ihres Landes. Ich sehe dafür vier Gründe, aber das wissen Sie besser als ich. Erstens zahlt sich die Lohnzurückhaltung durch günstige Lohnstückkosten auch. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Das hat auch mit Gewerkschaften und Firmen zu tun, nicht mit Politik. Zweitens hat sich die Agenda 2010, die ich damals nicht einmal so wahnsinnig mutig fand seinerzeit, verglichen mit dem, was ich mir jeweils so vorstelle, aber immerhin, es war ein wichtiger, großer Schritt, der hat sich sehr positiv belegt. Eigentlich hat Acemoglus These, dass manchmal kleine Unterschiede großen Erfolg haben können, aber dann gilt leider auch das Umgekehrte. Kleine Verschlechterungen können eben auch große negative Folgen haben, aber das war sicher sehr, sehr positiv. Drittens glaube ich, dass die für die Bundesrepublik ökonomisch zu tiefen Zinsen natürlich immer auch stimulieren, auch die Schweizer Wirtschaft selbstverständlich. Sie entlasten den Haushalt. Man muss sich mal vorstellen, wenn die Zinsen um 3, 4, 5% draufgingen, was das für unsere Haushalte bedeuten würde. Ich habe, wenn der japanische Zins auf 2,8% gehen würde, würde das gesamte Budget von Japan nur noch für die Zinsen gebraucht. Viertens, und ich glaube, auch das darf man nicht unterschätzen, Deutschland hat tüchtige Unternehmer und hervorragend qualifizierte Fachkräfte. Weil aber Standortqualität nie gesichert ist, müsste Deutschland jetzt eigentlich, und das gilt auch für mein Land, die Reformen konsequent fortsetzen. Das ist nie zu Ende. Davon lese ich im Wahlkampf allerdings wenig, aber ich vermute, dass wahrscheinlich einfach die Schweizer Medien darüber zu wenig berichten. Wie weiter nun, meine Damen und Herren, mit dem Euro? Ich habe als Außenstehender Zweifel, ob in dieser EU eine genügend enge politische Union realisierbar ist, dass sie den Kriterien eines optimalen Währungsraums genügen würde. Ich glaube, den hat schon in den 60er Jahren Herr Mandel definiert. Ich fürchte auch, dass eine solche Union, da kommt wieder mein Föderalist natürlich zum Vorschein, die eigentlichen Stärken Europas, nämlich Vielfalt und Systemkonkurrenz, zu stark einebnen würde. Ich könnte mir vorstellen, dass eine schlanke Union mit Steuerkonkurrenz statt Kartellen, mit Systemwettbewerb, mit institutionell gesicherten vergemeinschaftungsfreien Bereichen gemäß Subsidiaritätsprinzip, die man auch nicht einfach delegieren kann, wenn es einem stinkt, auf gut Deutsch gesagt, mit klarer Durchsetzung des fiskalischen Äquivalenzprinzips und mit einem ökonomisch klug konzipierten Transfersystem, das braucht es auch mit einer erfolgreichen Gemeinschaftswährung denkbar wäre. Nach allem, was ich lese, bin ich mit dieser Meinung allerdings so ziemlich allein. Oder? Die einen denken, man muss jetzt weitermachen, Bankenunion, das ist alles gut und recht. Die anderen sagen, es muss eine richtige politische Union werden. Ich glaube, es gäbe vielleicht mit den richtigen Anreizen auch andere Lösungen. Aber ich will mich da nur in Reden einmischen, ich muss es zum Glück nicht mehr verantworten. Aber ich glaube, deshalb glaube ich, dass trotz der momentanen Aufhellungen die nächsten Jahre durch bestenfalls schwaches Wachstum und ständige kleinere und größere Krisen charakterisiert sein werden. Ich glaube nicht, dass es immer so schön, Sie haben ja schon die Zinssprünge gesehen, jetzt kürzlich, was das alles schon passiert ist, bis dann schließlich eine zureichende Entschuldung stattgefunden hat, wahrscheinlich mit viel fiskalischer Repression und möglicherweise auch Inflation oder Stagflation. Auch das Auseinanderbrechen der Eurozone bleibt für mich eine Möglichkeit. Ich glaube, dass das unter 50% ist, aber ich würde es jetzt so aus dem Bauch aus über 10% sehen, aber ich glaube nicht, dass es passieren wird. Aber ich fürchte zumindest, und das ist auch aus Schweizer Sicht kein,
keine sehr gute Perspektive, denn Sie sind unser wichtigster Partner, wir sind sehr stark angewiesen auf ein prosperierendes Europa, wir sind ein Teil davon. Aus diesen Gründen fürchte ich, dass Europa gegenüber Asien und den USA wirtschaftlich und damit halt leider auch politisch für sehr lange Zeit ins Hintertreffen geraten wird. Verzeihen Sie mir, dass ich hier meine Befürchtungen so offen darlege. Wie gesagt, freies Geleit. Gestatten Sie mir deshalb eine letzte Bemerkung hier an der Geburtsstätte des Neoliberalismus im Sinne, wer eigentlich sein müsste, also nicht in diesem abwertenden Sinne von heute. Ich glaube persönlich, dass es in Europa Zeit wäre für eine liberale Konterrevolution und nicht für eine ständige Steigerung der Dosierung jener Medizinen, die letztlich die Krankheit verursacht haben. Ich danke Ihnen.